Assalamu alaikum. Ich möchte bereuen. Wer von uns hat nicht schon mal das Gefühl gehabt, er möchte bereuen? Ganz gleich, wie weit wir von Allah entfernt sind, jeder von uns hatte schon mal dieses Gefühl, ach, ich möchte anfangen. Ich möchte neu beginnen. Ich möchte mein Leben erneuern. Und eigentlich kannst du das auch jederzeit tun. Allah wird sich über dich freuen. Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dich akzeptieren, ganz gleich, was du für Sünden begangen hast. Hör dir mal zu, was Allah ta'ala sagt. Allah ta'ala, er sagt, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Allah spricht uns Sünder an. Sprich, auf meine Diener, welche ihr gegenüber euch selbst ausschweifend gewesen seid. Ich habe Sünder begangen. Ich habe große Sünden begangen. Ich habe Menschen betrogen. Ich habe Unrecht begangen. Alkohol getrunken. Drogen genommen. Hatte nur die ganze Zeit Frauen im Kopf gehabt. Allah ta'ala spricht genau darüber. أَصْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Die ihr gegenüber euch selbst ausschweifend gewesen seid. لا تقنطوا من رحمة الله. Verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah, er vergibt alle Sünden. Wirklich alle Sünden, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Ganz gleich, was du getan hast. إنه هو الغفور الرحيم. Er ist der Vergebende, der Barmherzige. Es gibt also nichts, was dich abhalten kann von Allah. Das Einzige, was dich von Allah abhält, bist du selbst. Ist dein Nefs. Ist dein Shaitan. Und deshalb jedes Mal, wenn wir sagen, ich möchte bereuen, kommt ein dickes Aber. Aber ich fühle mich auch nicht bereit. Ich bin noch jung. Vielleicht irgendwann einmal, wenn ich verheiratet bin, dann wird mir alles leichter fallen. Das ist ein Trugschluss. Es ist ein Trugschluss vom Shaitan, der versucht, dich aufschieben zu lassen, weil der Shaitan ganz genau weiß, dass dein Leben begrenzt ist. Du hast eine bestimmte Lebensfrist. Und er versucht, dich so lange aufschieben zu lassen, bis du zurückkehrst zu Allah in der Sünde. Als Pharao von den Wogen des Meeres erfasst wurde, da wurde ihm klar, es ist vorbei. Und da wollte er bereuen. Aber Allah sagte einfach nur zu ihm, Al-An, jetzt. Jetzt, wo es vorüber ist. Jetzt, wo dein Leben abgeschlossen ist. Dieses Aber nennen wir Taswif. Immer wieder aufschieben, aufschieben, aufschieben. Was willst du aufschieben? Bis wann willst du aufschieben? Wenn der Todesengel kommt, dann klopft er nicht an die Tür und fragt, darf ich deine Seele? Er kommt. Ganz gleich, in welchem Zustand wir sind. Ganz gleich, ob wir gerade beten oder ob wir gerade sündigen. Ganz gleich, ob wir gerade etwas Gutes tun oder ob wir gerade etwas Schlechtes tun. Der Todesengel, er fragt dich nicht vorher. Und der Shaitan, er versucht, deine Reue so lange aufzuschieben, bis es vorüber ist. Und der Shaitan, er flüstert dir ein. Später wird es dir leichter fallen. Aber auch dies ist wiederum ein Trugschluss. Eine Sünde muss man sich vorstellen wie eine Pflanze, ein Sprössling. Jedes Mal, wenn ich diese Pflanze gieße mit Wasser und pflege, dann wird sie größer und sie wird größer, bis sie heranwächst zu einem großen Baum, der stabil ist. Und den ich nicht mehr einfach so mit seinen Wurzeln aus der Erde reißen kann. Und ich brauche eine Säge hierfür, eine Motorsäge. Und genauso auch die Sünde. Jedes Mal, wenn ich sie mit dem Wasser der Begierde, mit dem Wasser der Neigung, mit dem Wasser der Lust begieße, wird sie größer und größer. Und ich gewöhne mich daran. Und sie wird ein Teil von meinem Leben. Und es wird immer schwieriger, diese Sünde loszuwerden. Es ist wie das Rauchen. Ich fange an mit einer Zigarette, mit zwei Zigaretten. Am Anfang ist es noch leicht, sich vom Rauchen zu trennen. Aber umso mehr ich rauche, desto schwieriger wird es. Irgendwann einmal brauche ich vielleicht eine Therapie, damit ich das Rauchen auch wirklich unterlassen kann. Und manche schaffen es gar nicht. Warum? Weil sie ihr Leben lang geraucht haben. Sie wissen, sie sind krank, aber sie kommen davon nicht los. Und so ist es mit der Sünde. Und deswegen beende sie jetzt. Jetzt in diesem Moment. Und es wird dir leichter fallen als später.
Und dann, meine lieben Geschwister im Islam, manchmal kommt der Shaitan und er sagt, aber ich habe es doch schon so oft versucht. Ich habe doch so oft schon versucht, die Sünde zu unterlassen. Aber ich habe es nicht geschafft, ich bin immer wieder rückfällig geworden. Ja, auch wenn du rückfällig wirst, versuche es noch einmal. Steh noch einmal auf und gib nicht auf. Es gibt einen schönen Hadith von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam genau darüber spricht. Und er sagt, wenn der Diener Gottes eine Sünde begeht und daraufhin bereut, dann sagt Allah Ta'ala, mein Diener weiß, dass er einen Herrn hat, der ihn für diese Sünde belangt. Ich habe ihm vergeben. Und er hat um Vergebung gebeten, ich habe ihm vergeben. Und dann begeht er noch eine Sünde. Und er bereut wieder. Woraufhin Allah wieder antworten wird, mein Diener wusste, dass er einen Herrn hat, der ihn für die Sünde belangen wird, also bestrafen wird. Und er hat mich um Vergebung gebeten, also vergebe ich ihn. Und dann begeht er noch eine Sünde. Und wieder bittet er Allah um Vergebung. Und wieder sagt Allah Ta'ala genau dasselbe. Und am Ende dieses Hadithes sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass Allah sagen, in diesem Fall, so soll mein Diener tun, was er möchte, ich habe ihm vergeben. Worauf es ankommt, dass du versuchst, zu Allah zurückzukehren. Und sei dir sicher, du wirst es irgendwann einmal schaffen, weil Allah dir den Weg ebnen wird. Aber schiebe nicht auf, bereue jetzt in diesem Moment. Und sei dir sicher, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dir all deine Sünden löschen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen, welche immer wieder reumütig zu ihm zurückkehren. Möge Allah uns alle unsere Sünden vergeben. Und möge Allah ta'ala jedem Sünder die Kraft geben, dass er zu seinem Schöpfer zurückkehrt. Amin, Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.